Das Casino Linz war am 29. März 2014 Schauplatz der Fit-Gala, die bereits zum 10. Mal erfolgreich über die Bühne ging. Das Who is Who der Fitnessbranche gab sich hier ein Stelldichein und feierte dieses Jubiläum entsprechend. Auch prominente Besucher aus Wirtschaft und Showbusiness ließen sich dieses Event nicht entgehen und genossen diesen Abend der Fitness-Superlative. Im Mittelpunkt des Abends standen naturgemäß die Bewerbe Fitness Model International Contest bei den Damen und der Adonis International Contest bei den Herren. Hier ein paar Impressionen. Auch Neuheiten und Trends wurden vorgestellt. So gab zum Beispiel Q-Lounge-Gründer und Franchise-Geber Michael Wagner die Erweiterung der Q-Lounges auf Q-Lounge Fit bekannt. Prävention und Therapie gepaart mit sanfter Bewegung sind die Erfolgsfaktoren für Q-Lounge Fit. Mit diesen Informationen ging es dann auch in die Pause. Zeit für Gespräche und Interviews. Mein Geheimnis ist ganz einfach, Musik und Frauen halten jung. Das ist das Geheimnis. Und das ist ganz, ganz wichtig fürs Leben. So viel zum Jungbrunnen von Sepp Krasnitzer und der Veranstalter meint... Peter Papula, Fit Gala 2014, als Veranstalter erfolgreich. Gutes Gefühl? Ich würde sagen, ein sehr gutes Gefühl. Wir haben wieder ein volles Haus. Das Casineum ist wieder bis zum letzten Platz ausverkauft. Wir haben ein sehr tolles Starterfeld beim Fitness Model Contest und wie man so sieht, auch die hübschesten Frauen. Wir haben wirklich viele namhafte Sponsoren, die wir Gott sei Dank schon viele Jahre auch im Boot haben und mit denen wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Peter Papula gerade gesprochen über die Sponsoren und hier haben wir eine der charmantesten, wenn nicht überhaupt die charmanteste Sponsorvertreterin, die Botschafterin von Forever Living, Tanja Martins, herzlich willkommen. Schöne Veranstaltung, gefällt es Ihnen? Vielen Dank, mir gefällt die Veranstaltung wunderbar. Ich bin zum ersten Mal bei der Fit Gala in Linz. Dank der Christine, dank dem Michael Wagner. Die beiden sind meine Partner schon seit über vielen, vielen Jahren, seit 2001. Ich selbst bin bei Forever Living Products seit 1998, trinke Aloe Vera, verwende Aloe Vera seit über 15 Jahren und ich bin der Christine und dem Michael sehr, sehr dankbar, heute hier in Linz bei der Fit Gala dabei sein zu dürfen und es gefällt mir ganz, ganz gut und ich freue mich auf einen wunderschönen, erfolgreichen Abend mit euch. Nächste Interviewpartnerin hier bei der Fit Gala 2014. Herzlich willkommen, Christine Schreiner. Einerseits als Vertriebspartnerin von Aloe Vera Produkten, sprich Forever Living, und andererseits aber auch als Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit-Spezialistin aus dem Hause Q-Lounge und Q-Lounge Fit. Genau. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Und Forever Living, die Aloe Vera Produkte begleiten unsere Therapeuten und unsere Coaches in den Instituten für einen besseren Stoffwechsel und für mehr Energie, wie unsere Expertin Tanja Martins schon vorher gesagt hat. Ja, liebe Zuschauer, und wie man gesehen hat an den beiden Gesprächspartnerinnen, Interviewpartnerinnen, Forever Living, der Name ist Programm. Genau, steht für Erfolg. Vielen Dank, schönen Abend. Vielen Dank. So, nach den Dameninterviews ein Herr bei uns hier an der Fit Gala 2014, ebenfalls als Sponsor vertreten, Q-Lounge Gründer und Franchise-Geber Michael Wagner. Herzlich willkommen hier im Casino Linz. Michael Wagner, was ist denn der Anlass für den Gründer von Q-Lounge Fit und natürlich auch Forever Living, hier mit dabei zu sein?
da ich selbst 10 Jahre in diesem Leistungssport tätig war, jetzt noch immer Fitness- und Bewegungsverbunden bin, ist es für mich eine Selbstverständlichkeit gewesen, die Marke Fit in die Q-Lounge hineinzubringen, zur Q-Lounge Fit. Das heißt, wir haben ja einige Standorte, 11 mittlerweile in Österreich, von Wels über Amstetten, Lussenau, Steiermark. Und da habe ich vor vielen, vielen Jahren einen besonderen Menschen kennenlernen dürfen, eben meine vorgehende Interviewpartnerin, die Tanja Martins, die hat mir die Aloe ans Herz gelegt und wir haben sie mittlerweile in allen unseren Franchise-Partnern nahegelegt und auch in den Q-Lounge Fit etabliert, erfolgreich etabliert. Also eine gelungene Kombination aus Therapie, Fitness und natürlich auch Produkten mit Aloe Vera, mit Forever Living. Das ist korrekt. Ich möchte hier nicht von Produkten sprechen, sondern Aloe Vera Forever ist ein System, so wie ein Organsystem sich mit anderen Systemen verbindet. Und somit kann sich etwas wieder ergänzen, das vorher vielleicht eine Disharmonie ausgestrahlt hat aus dem Körper, ergänzen, damit man jetzt wieder in eine neue Vitalität geht und mit Q-Lounge Fit Forever Aloe Vera in einer Gesamtheit nach Hause gehen kann und sagt, hier habe ich mich wohlgefühlt, hier habe ich meine Vitalität wieder erreicht und hier habe ich ein Stück zu Hause gefunden. Ein schöner Aspekt, wünscht mir natürlich viel Erfolg und heute vor allem schönen Abend bei der Fit Gala 2014. Und es war ein absoluter Wohlfühlabend mit viel Action und natürlich begnadeten Körpern. Auch Musikerlegende Peter Orloff bekannte sich in seinem Interview zur Fitness, die er bei seinen über 200 Konzerten jährlich auch braucht. Fit musste auch die Jury sein, die es bei der großen Zahl an Sieganwärtern nicht einfach hatte. Am Ende standen zwar die Preisträger fest, Sieger waren jedoch alle Teilnehmer, der olympische Gedanke zählt. So Jennifer, für die Miss Fit hier 2014 auf der Fit Gala hat es nicht ganz gereicht in Linz, aber dennoch, du bist die Schönste und die Beste für viele. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich hab mich vorbereitet mit dem Archie. Es hat mir sehr gut geholfen bei der Leistungssteigerung, es hat mir sehr geholfen. Ich habe es vor dem Training verwendet, ich habe es nach dem Training verwendet, ebenso wie das Aloe Vera, das Freedom. Das ist eben gut für die Gelenke, dass die Gelenkschmiere da ist. Ich habe das immer getrunken, einen halben Liter am Tag. Das hat meinen Darm gut gereinigt. Ich habe extrem viel Energie gehabt mit den Produkten. Es hat mir wirklich geholfen. Sind wir gespannt aufs nächste Jahr. Toi, toi, toi auf alle Fälle. Ja. Und trotzdem Gratulation. War eine schöne Performance, die wir von dir gesehen haben. Vielen Dank. Danke. So, ich nehme dem Stefan jetzt das Archie weg. Er hat schon genug davon getrunken. Es war eine tolle Performance auch von dir. Gratulation, olympischer Gedanke, dabei sein ist alles. Wie ist das Gefühl jetzt nach der Fit Gala 2014, nach der Wahl zum Adonis? Also auf jeden Fall sehr erleichternd einmal, also die harte Diät und alles drum und dran. Also ich sage mal Vorbereitung, Nervosität, aber jetzt sehr entspannt, also hinten auch. Wunderbar, aber bis man zur Entspannung kommt, ist doch ein langer Weg, weil die Vorbereitung ist ja mit Sicherheit nicht so ohne. Wie schaut die aus bei dir? Ja, sehr anstrengend dadurch, dass ich eigentlich Küchenchef bin in einem großen Hotel und jeden Tag mit dem Essen zu tun habe und man darf nur gewisse Kalorien nehmen. Und da ich jetzt eigentlich gute Unterstützung vom Archie habe und vom Forever, von der Verdauung her alles, weil man nicht mehr so viel Kohlenhydrate, mehr Fett isst, da braucht man von der Verdauung sehr gute Unterstützung. Das ist Forever sehr gut, also das hätte im Magen, also die Verdauung läuft halt super hin und her, weil man wirklich keine Ballaststoffe und nichts hat, also das ist wirklich... Also ich gehe mal von aus, als Koch weißt du, wovon du sprichst? Auf jeden Fall, vom Essen sowieso. Kann man euch engagieren? Ernährung auch aus Sicht von Max Wenisch ein Erfolgsfaktor.
So, jetzt hier neben mir Max Wenisch, mehrfacher österreichischer Staatsmeister im Marathonlauf, aber auch international sehr erfolgreich. Schön, dass du hier bei uns bist, bei der FitGala 2014. Was hat dich in deiner aktiven Laufbahn so erfolgreich gemacht? Ja, erstens einmal die Familie, die hinter mir gestanden ist, und zweitens natürlich auch die richtige Ernährung, die zum Umfeld natürlich das beiträgt und die Leistung fördert. Es will ja nicht jeder Bodybuilder werden oder Arnold Schwarzenegger, aber dennoch ist es ein gutes Gefühl, wenn man sich körperlich fit fühlt, und dazu führt nun mal die Kombination aus Training, Therapie, Ernährung. Genau, diese Coolange Fit hat alles in sich drinnen, die gesunde Ernährung im Aloe Vera Produkten, Mentaltrainer, genauso wie Coaches fürs Training und die Therapeuten und Ärzte, die auch sofort hilfreich zur Seite stehen können, falls irgendwelche Probleme auftreten. Eine erfolgreiche Partnerschaft auch schon in jüngerer Vergangenheit mit deinen von dir erfundenen Geräten. Wie schauen die im Detail aus? Oder wie schaut das Gerät im Detail aus? Es ist ein Koordinationsgerät. Du kannst die Beine unabhängig voneinander in beide Richtungen bewegen. Musst du zugleich das Gleichgewicht halten, weil du auf einer Wippe bist. Du musst aufpassen, weil die Fußbretter eigentlich vor und zurück in alle Richtungen gehen. Du hast immer deine Spannung, deine Körperspannung drauf. Du musst konzentriert arbeiten. Und vor allem ist es wirklich einmal ein Trainingsgerät, wo du mit dem Gerät arbeitest. Wo du keinen Einfluss von außen hast, vom Gerät her, sondern wirklich alles du selber machen musst. Als ehemaliger Eishockeyspieler und Kampfsportler weißt du, wovon du sprichst. Aber was hat dich dazu gebracht, dieses Gerät, die Move, zu entwickeln, zu erfinden? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Trainingsmethoden. Es ist eigentlich, das hat gefehlt bei uns. Ich komme vom Kampfsport selber, ich schaue, welche Koordinationsübungen kann ich immer besser machen, was kann man wirklich verfeinern, und so ist das Ganze eigentlich dann entstanden. Peter Orloff, Sänger, Komponist, Produzent, Textdichter hier auf der FIT-Gala 2014 in Linz. Was führt Sie hierher? Ich bin auf Einladung von meinem Freund Peter Papula von der Fitness News hier hingekommen, und wir sind wiederum befreundet durch den Wolfgang Aigner, der Vize-Weltmeister und ein großer Sportler und vielleicht der nächste Weltmeister ist. Und ich bin dem Fitnesssport seit meiner Jugend, seit meiner frühen Zeit schon verbunden. Bin ein großer Freund des Bodybuilding und aber des Sports überhaupt. Und deswegen war es für mich eine Freude und eine Ehre, zwischen zwei Konzerten in Salzburg und in der Neustadt hier hinzukommen nach Linz zur FIT-Gala 2014. Ich habe wunderbare Sportler hier kennengelernt, gesehen, Freunde wieder getroffen, Begegnungen gehabt, und bin sehr froh, hier zu sein. Auch die Redaktion von Q-Lounge TV war froh, dabei gewesen zu sein an einem unvergesslichen Abend inmitten einer großen Familie.